Hallo und herzlich willkommen. Heute möchte ich euch zeigen, wie sich dieses Pfeilgefrosch-Terrarium innerhalb von 100 Tagen entwickelt hat. Und es hat sich wirklich so einiges getan. Dendrobaden TV. Okay, einige Zuschauer von euch haben bestimmt auch dieses Tutorial gesehen, wie ich damals dieses Pfeilgefrosch-Terrarium ja designt habe, also wie ich die Rückwand mit Strukturplatten und Montageschaum ja gestaltet habe. Im Anschluss habe ich dann alles noch mit diesem Terrarium-Rückwandkleber von Ben's Jungle bestrichen und mit Kokoshumus beflockt. Als dann dieser Rückwandkleber komplett ausgehärtet ist, habe ich am nächsten Tag auch alles noch schön bepflanzt. Ich habe sehr viel Moos verwendet und auch verschiedene Ficus-Sorten und wie sich das jetzt alles entwickelt hat, möchte ich euch heute zeigen. Falls euch dennoch dieses Tutorial, also diese Bauanleitung interessiert, ich verlinke das jetzt hier oben mal in die Infobox oder ihr findet es auch auf meinem YouTube-Kanal. Das Terrarium habe ich während dem Bau und der Bepflanzung immer schön feucht gehalten. Hier sieht man das Terrarium auch noch mit Moos. Also ich habe das sehr stark bemoost, obwohl in der Rückwand auch Moossporen vorhanden sind. Ja, und im Laufe der Zeit hat sich da so ein richtiger Dschungel jetzt gebildet. Das ist jetzt der heutige Stand. So sieht es jetzt aus nach 100 Tagen. Meine Ficuspflanzen sind wirklich explodiert und haben den Moos leider viel zu viel Licht weggenommen. Denn Moos braucht immer sehr viel Licht und sollte auch schön feucht gehalten werden, also jetzt nicht klitschnass, sondern so leicht nebelfeucht. Wie man aber auch sehen kann, es gibt dennoch Stellen in meinem Terrarium, ja, die sehr viel Licht abbekommen und dort wächst das Moos auch wirklich sehr gut. Das beste Beispiel ist wirklich, macht doch einfach mal einen Spaziergang durch den Wald. Ihr werdet sehen, immer dort, wo viel Licht hinkommt und wo sich auch die Feuchtigkeit gut hält, dort wächst das Moos am besten. Also auf einer Lichtung, auf einem moschen Baumstamm wächst das Moos viel besser als in einem dichten Waldstück auf einem zum Beispiel trockenen Nadelhaufen. Ich sehe schon die ersten Kommentare mit, hey, aber dein Terrarium ist doch viel zu nass, das ist doch auch nicht gut für die Pflanzen. Ich muss sagen, im Moment lasse ich meine Beregnungsanlage etwas öfters laufen, denn ich simuliere eine Regenphase, damit ich eventuell mit viel Glück auch meine Tinctorius Nikita weiterzüchten kann, denn ich habe ein Männchen und ein Weibchen. Mittlerweile haben sie in diesem Terrarium schon zweimal Eier gelegt. Das erste Gelege ist leider nichts geworden, denn da gibt es viele Faktoren, die man beachten muss. Ich verlinke das jetzt hier oben auch mal in die Infobox, wie man solche Pfeilgefrösche am besten züchtet. Ja, aber das zweite Gelege, ja, sieht schon vielversprechend aus. Mal schauen, was daraus wird. Ja, und auch meine anderen Pflanzen, die ich eingesetzt habe, also sie explodieren. Dort, wo sich gerade eben Butters festhält, also so heißt der Frosch, ja, dieses Blatt ist erst eine Woche alt ungefähr und wie man sehen kann, diese Pflanze wird auch immer größer und größer. Hier sieht man mal einen Vergleich, wie ich sie damals hier eingepflanzt habe und so sieht sie heute aus. Und von diesem großblättrigen Ficus brauche ich glaube ich gar nicht erst anfangen, also der verbreitet sich hier überall, schaut auch irgendwo richtig cool aus. Ich muss auch sagen, ich habe in diesem Terrarium nichts herausgeschnitten, ich habe einfach mal alles wuchern lassen, weil ich euch zeigen wollte, wie das Terrarium nach 100 Tagen aussieht, wenn man wirklich nichts daran macht. Hier läuft wie in all meinen Terrarien ja alles vollautomatisch, ich habe dazu auch schon mal ein Video gemacht, ja wie man das am besten macht, so ein vollautomatisches Terrarium. Falls es euch interessiert, ich verlinke das jetzt hier oben auch mal in die Infobox. Ja, ich mache an diesem Terrarium eigentlich nichts, außer Frösche füttern. Ja, ich habe natürlich auch noch einen Eichenblattficus mit eingesetzt und der hat sich jetzt auch, ja, der hat sich auch ganz gut vermehrt. Man sieht 3, 4 einzelne Stränge, die jetzt daraus gewachsen sind. Es hätte ein bisschen mehr sein können, aber vielleicht ist ja auch innen rein was gewachsen und ich sehe es nur gar nicht. Aber ja, im Großen und Ganzen bin ich auch mit den Eichenblattficus zufrieden. Ja, meine Bromeliengewächse, die ich damals in dieses Terrarium eingesetzt habe, das waren ja schon Ableger von größeren Bromelien. Die habe ich jetzt wiederum in dieses Terrarium hereingebunden und im Laufe der Zeit, ja, haben sich jetzt auch Wurzeln gebildet und sie haben sich so richtig an diesen Ast verwurzelt und vermehren sich demnächst auch wieder weiter. Hier sieht man schon, ja, einen kleinen Stummel von einer neuen Bromelie.
Ich habe damals auch noch einen Ficus pumila eingesetzt, eher rechts gehalten vom Terrarium, also habe den dort an diesen Ast befestigt und der schlingt sich hier auch durch das komplette Terrarium einmal durch. Also den kann man schon fast gar nicht mehr von den anderen Ficus unterscheiden, der ist auch überall mit dabei und ich finde es wirklich richtig cool. Da muss ich sagen, hatte ich anfangs etwas Zweifel, dass er sich vielleicht nicht so stark vermehrt, aber hier sieht man mal einzelne Stränge und die ziehen sich wirklich übers ganze Terrarium. Dieses Hobby ist so unglaublich schön, also nicht nur die Haltung von Dendrobaten, also vom Pfeilgefröschen, sondern allgemein ein Regenwald-Terrarium zu bauen, einzurichten, die Rückwand zu gestalten, alles zu bepflanzen. Also mir macht es richtig viel Spaß. Und dann, wenn man dann am Ende auch noch sieht, was aus so einem Regenwald-Terrarium auch wird, also du siehst wirklich jeden Tag Veränderungen und ich muss sagen, ich liebe es, heimzukommen, die Frösche zu füttern und ins Terrarium reinzuschauen und ja, immer wieder entdecke ich irgendwelche Neuheiten und es ist wirklich richtig cool. Also jeder, der kein Regenwald-Terrarium zu Hause stehen hat, der kann da gar nicht mitreden. Alle anderen, ich glaube, ihr wisst von was, dass ich spreche. Jetzt, nachdem ich dieses Video veröffentlicht habe, werde ich vermutlich nochmal Hand anlegen müssen, ein paar Pflanzen zurückschneiden, ein paar Ablege herausschneiden und ja, diese dann wieder für nächste Projekte und Terrarien verwenden. Ja, einige Kanalmitglieder schicken mir auch fleißig Videos von ihren Terrarien und von ihrem Pfeilgefröschen. Ja, hier sieht man mal ein paar Beispiele. Also Leute, ich finde das wirklich super, schaut wahnsinnig schön aus, macht ihr echt richtig gut und mich freut es, dass ihr da so dabei seid, euch so engagiert und meinen Kanal zusätzlich auch noch unterstützt. Vielen, vielen Dank. So Leute, das war's jetzt auch mit dem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ich hoffe, ich konnte euch ja in manchen Dingen vielleicht auch noch weiterhelfen. Ja, ich bin jetzt schon wieder beschäftigt an einem neuen Projekt und ich freue mich da schon mega drauf, das alles zu bauen, zu gestalten und zu bepflanzen. Aber das seht ihr ja demnächst auch auf meinem Kanal. Jetzt noch ein kurzes Wort an meine Kanalmitglieder. Bitte schickt mir weiterhin so tolle Videos von euren Terrarien und von eurem Pfeilgefröschen. Dann könnte ich vielleicht mal eine ganze Folge daraus machen. Also, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke, um nichts zu verpassen, denn nur so bleibt ihr auch auf dem neuesten Stand. Ihr möchtet miteinander chatten, euch untereinander austauschen und noch tiefer in die Terroristikwelt eintauchen? Dann kommt in den Dendrobaten TV Discord Server. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ihr stellt euch kurz vor, damit ich euch die passende Rolle zuweisen kann und schon geht's los. Hier könnt ihr eure Fragen, Fotos und Videos mit der Community teilen. Die Dendrobaten TV Kanalmitglieder dürfen dank der Unterstützung meines Kanals noch mehr Vorteile genießen. Und jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und ciao.